Heute möchte ich mal über den Unterschied zwischen Bastlern und Holzwerkern reden und auch in den Kommentaren gerne mit euch darüber diskutieren. Aber zunächst einmal zeige ich euch auf mehrfachen Wunsch mal meine Werkstatt. Die Werkstatt selbst, also der reine Werkstattraum, hat etwa 75 Quadratmeter, etwas weniger. Das klingt erstmal sehr viel, ist aber recht wenig, wenn man bedenkt, dass hier während des Kurses auch noch 6 Leute mit mir zusammenarbeiten. Ich habe das Ganze etwas unterteilt in einen Maschinenbereich, da stehe ich jetzt, und einen eher Handwerkzeugbereich oder Handmaschinenbereich, den zeige ich euch gleich. Im Maschinenbereich habe ich inzwischen 2 oder 2,5 stationäre Maschinen. Da wäre die Hobelmaschine mit passender Absaugung. Eine kleine Bandsäge, ich brauche keine große Bandsäge, mit der ich Stämme auftrenne. Mir reicht dieses kleine Modell, an dem ich kleine Kurvenschnitte mache oder Schnitte, die auf der Tischkreissäge nicht machbar sind oder zu gefährlich. Die Maschine ist recht selten im Einsatz, aber wenn sie im Einsatz ist, bin ich froh, dass ich sie habe. Dann steht hier eine Formatkreissäge, da habe ich schon mehrfach drüber erzählt, das ist im Moment eine Testmaschine. Ob ich sie behalte, weiß ich noch nicht im Moment. Gefällt mir aber das Konzept der Formatkreissäge für meine Werkstatt sehr gut. Das bedeutet, sollte ich mich gegen genau diese Maschine entscheiden, was im Moment nicht danach aussieht, dann kommt auf jeden Fall wieder eine kleine Formatkreissäge in die Werkstatt, mit der ich arbeite. Die allseits beliebte Maffel Erika nutze ich weiterhin für die Kurse und für einfache Projekte. Da oben habe ich noch Plattenreste stehen. Ich habe kein Holzlager. Ich vermeide jegliche größere Lagerhaltung. Lagerhaltung bedeutet immer Kosten- und Platzverlust. Deswegen habe ich immer nur das Material in der Werkstatt stehen, das ich auch wirklich brauche, was für die nächsten Projekte übrig ist, oder eben wie hier noch ein paar Reste. Bei der Hobelmaschine handelt es sich um eine Maschine vom österreichischen Händler Pichelmann unter dem Label Holzprofi. Die Maschine kommt aus Bulgarien von Stomana, eine sehr massive Maschine, mit der ich bisher sehr zufrieden bin. Sie arbeitet sehr genau, sie ist robust, die ist technisch sehr simpel aufgebaut. Man kann sie selbst reparieren, sollte das mal der Fall sein. Und die hat bei mir schon einige Kubikmeter Holz gehobelt, zu meiner vollen Zufriedenheit. Es ist eine Maschine mit einer Nutzbreite von 32 mm. Schaut mal in die Videobeschreibung unter dem Video, da habe ich euch einige Artikel verlinkt, unter anderem auch einen Artikel zum Thema Hobelmaschine, und da könnt ihr nachlesen, warum genau ich eine Maschine in der Größe gewählt habe. Die Absaugung läuft unter dem Label Hans Schreiner, auch vom gleichen Händler. Die kleine Bandsäge, ebenfalls von Holzprofi, mit, ich glaube, 350er Rollen, ja, 350. Wird bei mir, wie eben gesagt, nur benutzt für kleinere Sachen. Dafür ist die vollkommen ausreichend. Sie läuft leise. Würde ich sie nochmal kaufen, würde ich sie mit 380 Volt betreiben, nicht mit 220. Dann hätte sie mehr Drehmoment, einen stärkeren Motor. Der Motor ist grenzwertig. Aber wie gesagt, für kleine Sachen vollkommen okay. Zum Thema Formatkreissäge muss ich sagen, wenn ihr den Platz habt für eine solche Maschine, nehmt eine Formatkreissäge. Durch das Konzept, dass der Schiebetisch direkt am Sägeblatt entlang läuft, habt ihr viel mehr Möglichkeiten als mit einer herkömmlichen Tischkreissäge. Solche Formatkreissägen gibt es ab 2000 Euro. Wenn ihr eine Montagesäge wie die Maffel Erika kauft oder eine CS70 von Festool, seid ihr oftmals über diesem Preis. Ihr braucht hier zwar noch eine größere Absaugung, aber das ist ein Thema für sich. Ich jedenfalls bin mit der Formatkreissäge als solches sehr zufrieden und möchte nicht mehr permanent auf eine Montagesäge wechseln. Auch wenn ich meine Erika sehr gerne benutze, eine Formatkreissäge, auch solch eine kleine, ist da schon eine ganz andere Hausnummer. Das Arbeiten damit ist viel angenehmer. Das ist noch ein Regalsystem, auf dem das Zubehör für meine Erika war. Das muss ich demnächst noch umbauen, damit das Zubehör für die Formatkreissäge dort besser Platz findet. Im Moment ist das hier alles noch Kraut und Rüben. Das muss noch verändert werden.
Das hier ist jetzt eine Kombination aus Festool MFT und Festool Frästisch. Allerdings muss ich sagen, dass von diesem Multifunktionstisch und von dem Frästisch, so wie er original mal war, nicht mehr allzu viel übrig ist. Mit dem Originalanschlag des Frästisches war ich nicht zufrieden. Ich habe einen neuen gebaut. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich verlinke euch die Bauanleitung unter dem Video. Da könnt ihr euch ganz genau anschauen, wie dieser Anschlag gebaut ist und welche Möglichkeiten er bietet, inklusive Stückliste und SketchUp-Zeichnung. Am Frästisch selbst habe ich verändert, dass man hier noch Schraubzwingen und Vorrichtungen einsetzen kann. Und statt einer Festool-Oberfräse ist eine Trend TL verbaut. Zu beidem verlinke ich euch noch Artikel auf meinem Blog, da könnt ihr genau nachsehen, wie das mit der Fräse und mit den Schienen ist. Vom Multifunktionstisch nutze ich im Prinzip nur die Lochplatte, die ich demnächst mal neu machen werde. Ich verwende zum Sägen und Fräsen lieber diese Bolzen. Auch da verlinke ich euch einen Artikel auf meinem Blog. Da habe ich verschiedene Systeme vorgestellt und was man damit machen kann, könnt ihr euch näher informieren. Generell würde ich euch derzeit vom Kauf des Festool MFT und des Festool Frästisches eher abraten. Nicht, dass sie prinzipiell schlecht sind. Ich möchte hier keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bin nicht gegen Festool, ich bin auch nicht für Festool, aber man sollte das Ganze etwas differenziert betrachten. Der Frästisch ist vom Konzept her überholt. Es gibt mittlerweile wesentlich bessere Systeme am Markt. Von Inkra, von Jessam, von Greg, von Sauter. Da gibt es jede Menge. In den letzten Jahren ist da unheimlich viel passiert. Ihr könnt für das gleiche Geld Komponenten kaufen und euch einen wesentlich besseren Frästisch zusammenstellen oder selbst bauen, je nachdem, wie ihr das mögt. Das gleiche gilt für den Multifunktionstisch. Ich halte diesen Klappmechanismus mit der Schiene nicht mehr für zeitgemäß. Inzwischen gibt es verschiedene Systeme mit diesen Bolzen. Da gibt es Zubehör, da gibt es die Pathdocs, es gibt von Veritas einiges, von Sauter. Da habt ihr einfach mehr Möglichkeiten, einen solchen Tisch zu nutzen. Es gibt auch unterschiedliche Systeme, mit denen ihr diese exakte Lochreihe im Tisch herstellen könnt. Also auch da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Leider ging Festool diesen Weg nicht mit. Ob da noch was kommt, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, dass Festool beide Systeme nochmal in Angriff nimmt und auf den aktuellen Stand bringt. Nach jetzigem Standpunkt würde ich euch von beiden, vom MFT und vom CMS-System zum Fräsen, abraten. Zu teuer, zu wenige Möglichkeiten. Da ich ja mit mehreren Kursteilnehmern hier in der Werkstatt arbeite, habe ich natürlich auch mehrere Arbeitsplätze. Der MFT ist zum Beispiel so ein Arbeitsplatz. Aber auch diese beiden Werkbänke hier, die sind selbst gebaut. Die Besonderheit dabei ist, dass sie mit Sand gefüllt sind. Sie sind also mit Kammern aufgebaut, die mit feinem Sand ausgefüllt sind, teilweise auch mit Styropor. Dieser Sand hat mehrere Funktionen. Zum einen bringt er Gewicht. Eine schwere Werkbank ist immer gut. Dann dämpft sie den Schall. Wenn also mehrere Leute hier arbeiten und zum Beispiel stemmen, ist das viel weniger laut, als würden sie auf hohlen Werkbänken oder normalen Hobelbänken arbeiten. Der Sand schluckt den Schall. Dann ist das Arbeiten auf diesen Bänken sehr angenehm, da der Sand auch Schläge dämpft. Wie diese Bänke gebaut worden sind, habe ich auf meinem Blog berichtet, als ich sie damals gebaut habe. Und das verlinke ich euch. Da könnt ihr ganz genau sehen, wie das gebaut ist und wie das funktioniert. Ich bin mit diesen Bänken bisher sehr zufrieden, als reine Werkbank für Maschinenarbeit. Für Handarbeit geht es zwar mit einigen Vorrichtungen. Und eine dieser Vorrichtungen wäre zum Beispiel diese Aufsatzzange hier. Auch da verlinke ich euch einen Artikel mit Video auf meinem Blog. Da seht ihr, wie die gebaut ist. Und die ist auf diese Werkbänke optimiert. Ich kann sie zum Beispiel hier mit kleinen Schrauben und Muttern direkt in der T-Notschiene befestigen. Bezüglich der T-Notschienen werde ich sehr oft gefragt, warum ich denn diese Inkra-Schienen verwende. Die sind in Zollgröße und keine metrischen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Als ich mit den Schienen angefangen habe, war der Markt für diese ganzen Schienen und Zubehör noch relativ klein. Es gab sehr wenig. Und da habe ich damals mit den Inkra-Schienen angefangen, weil kaum was verfügbar war. Und damit ich
kompatibel bin mit allem, bin ich bisher bei den Inkra-Schienen geblieben mit ihren Zollmaßen. Ihr bekommt problemlos Schrauben, Muttern, Klemmen, alles Mögliche auch für diese Zollgrößen. Es spielt also im Prinzip keine Rolle, ob ihr Zoll oder Metrisch nehmt. Das ist so der klassische Handarbeitsbereich in meiner Werkstatt mit der selbstgebauten Hobelbank. Auch die verlinke ich euch unter dem Video. Mit der hohen Werkbank, eher für Verbindungen gedacht, also eine Moxon-Weiß in stationär. Mit meinen Handwerkzeugen und meinen Zwingen. Ich habe eine sehr große Fensterfront, die macht das Fotografieren und Filmen nicht immer einfach wegen dem Gegenlicht, aber ich mag das sehr gerne, weil ich in meiner Werkstatt sehr viel Tageslicht habe. Das hier ist im Prinzip ein Lagerschrank. Hier steht einiges an Werkzeug noch drin, teilweise auch leere Kisten, da ist noch Platz. Hier sind Klebebänder, Kleinkram. Hier unten steht eine Schärfmaschine drin und auch noch Schärfzubehör. Und es ist eine prima Ablagefläche für allen möglichen Kram. Dieser Schrank hier ist fahrbar. Da ist zum Beispiel auf der Rückseite Platz für Führungsschienen. Hier kommen noch Halter hin für Absaugschläuche. Also Sachen, die ich nicht ständig brauche. Und hier in den Schubladen sind dann unterschiedliche Maschinen und hier oben alles Mögliche für den Handschliff. Auch hier wieder Ablagefläche, zum Beispiel für Gehörschützer. Was ich euch nur empfehlen kann, ist eine Tafel in irgendeiner Form, entweder ein Whiteboard mit Magnetfunktion oder sonstiges, wo ihr einfach mal schnell eine Skizze machen kann, könnt, etwas aufhängen könnt, einfach mal was notieren könnt. Das ist unheimlich praktisch, kann ich euch nur ans Herz legen. Macht euch irgendwo an einer Wand ein Whiteboard. Das ist mein Lager, vor allem für Kleinteile und Sachen, die ich für die Kurse brauche. Hier ist zum Beispiel Holz, das schon vorbereitet ist für die nächsten Kurse. Da stehen Beschläge, Oberflächenmaterialien, Schleifpapiere, Schrauben, der ganze Kleinkram, teilweise auch Werkzeug, fertig gepackt in Kisten für die Kurse. Und ich müsste diese Lager dringend mal entrümpeln, weil es wieder aus allen Läden platzt. Dann gibt es noch zwei Nebenräume. Einmal einen Pausenraum. Da finden, wie der Name schon sagt, während der Kurse die Pausen statt. Nichts Besonderes. Ein Tisch, ein paar Stühle, eine kleine Teeküche. Und auf dem Regal stehen einige Bücher zum Schmökern und obendrauf noch ein paar Muster aus Kursen. Also alles nichts Besonderes. Daneben ist dann mein Büro. Hier habe ich eine kleine Fotoecke. Da mache ich Produktfotos für Artikel. Gegenüber ist eine Firma für Sicherheitstechnik. Wir sind also gut versorgt hier, was Alarmanlage und Brandschutz betrifft. Und hier ist mein Arbeitsplatz, an dem zum Beispiel dieses Video entstanden ist. Wie ihr seht, ich arbeite papierlos, soweit das irgendwie geht. Ganz wichtig dabei, Scanner und Schredder. Der Schredder ist fast wichtiger als der Drucker. Ich arbeite ausschließlich mit einem Laptop, den ich hier an die Monitore anschließen kann. Ich kann meine Büroarbeit, Videoschnitt, also zur Not auch mal zu Hause machen. Nehme den Laptop einfach mit, habe alle Daten dabei. Jetzt habt ihr also gesehen, wie meine Werkstatt aussieht. Keine typische Kellerwerkstatt, das ist eine Kurswerkstatt mit entsprechender Einrichtung. Aber das meiste, was ihr hier seht an Maschinen, an Ausstattung, ist nicht wie in einer professionellen Schreinerei, sondern eher wie in einer Hobbywerkstatt. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Und zwar beziehe ich mich da mal auf einen Kommentar, den ich bekommen habe. Ich blende euch den Kommentar mal ein, ich habe noch beantwortet, aber ich möchte genau dieses Thema mal aufgreifen. Nämlich, dass ich schon einen Unterschied sehe zwischen Bastler und Holzwerker. Ich werde oft gefragt, kann man die Projekte, die ich zeige, mit wesentlich einfacheren Mitteln umsetzen? Da bin ich irgendwie in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass so viele Leute wie möglich meine Sachen nachbauen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass ich einen gewissen Anspruch an meine Ergebnisse habe.
Deswegen schreibe ich zum Beispiel für die Zeitschrift Holzwerken und nicht für die Selbst ist der Mann. Das sind zwei komplett unterschiedliche, wie soll ich sagen, Benutzergruppen. Wenn ihr euch eher als Bastler seht, dann werdet ihr vermutlich keine Möbel wie diese Kommode hier bauen, die ich im Online-Kurs zeige. Wenn ihr aber über das Basteln zum, klingt jetzt blöd, aber ernsthaften Holzwerken gekommen seid, wobei ernsthaft so ein bisschen doof klingt, es macht ja trotzdem Spaß. Oder sollte Spaß machen, das ist ja der Sinn und Zweck eines Hobbys. Dann habt ihr einen anderen Anspruch an das Ergebnis und dann braucht ihr andere Werkzeuge. Ihr braucht eine andere Werkstattausstattung. Es müssen nicht High-End-Werkzeuge sein, aber vernünftige Werkzeuge. Zum Beispiel eine Flachdübelfräse. Da kriegt ihr vernünftige Modelle wie diese Makita für 250 bis 300 Euro. Ihr braucht eine Tischkreissäge. Wenn ihr mit Massivholz anfangt, braucht ihr eine Hobelmaschine. Wenn ihr weg vom fertigen Leimholz wollt. Das sind alles Dinge, die natürlich Geld kosten. Und da kommt jetzt der Unterschied. Der Bastler möchte vielleicht in seiner Kellerwerkstatt verschiedene Sachen machen. Mit Holzarbeit, mit Elektronik, mit Metall. Dinge im Haushalt reparieren. Der Holzwerker, so wie ich ihn interpretiere, wie ich ihn sehe, der möchte Möbel bauen. Er möchte mit seinen Projekten wachsen. Er baut seine Werkstatt immer weiter aus. Und genau das sind die Leute, an die ich mich wende. Ich sehe mich weniger als Bastelkanal. Es freut mich, dass es diese Bastelkanäle gibt. Es bringt mehr Leute dazu, selbst was zu machen. Aufzustehen, in den Keller zu gehen, anzufangen, selbst was zu machen. Nur dann müsst ihr euch irgendwann fragen, reicht mir das Gebastel? Will ich Verschiedenes ausprobieren und einfach basteln? Der Begriff basteln ist etwas negativ behaftet, das meine ich aber nicht so. Oder kommt ihr irgendwann zu dem Schluss und sagt, ich möchte richtige Möbel bauen. Vielleicht sogar in der Qualität, wie sie ein Schreiner bauen kann. Ich möchte mir dieses Wissen aneignen. Dann seht ihr euch vermutlich eher als Holzwerker oder Hobbyschreiner, wie immer ihr das nennen wollt. Der Begriff Holzwerker gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann investiert ihr auch mehr Geld in dieses Hobby. Dann wird das Ganze etwas professioneller. Und wenn ihr so unterwegs seid, dann seid ihr bei meinen Online-Kursen, bei meinen Werkstattkursen, bei meinen Blogartikeln genau richtig. Dann lest ihr vielleicht auch die Holzwerke und ihr kauft euch entsprechende Bücher. Aber ihr seid über dieses Stadium des Bastlers vermutlich schon hinaus. Und genau das wollte ich kurz rüberbringen, dass ich mich eher nicht als Bastler sehe. Ich selbst sowieso nicht. Ich bin gelernter Schreiner, ich habe sogar einen Meisterbrief. Ich baue hochwertigere Möbel mit entsprechender Ausrüstung. Aber auch die meisten meiner Kursteilnehmer sehen sich nicht als Bastler, sondern als Holzwerker. Möchten das Ganze also etwas professioneller und etwas besser machen. Das ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ich finde das Thema sehr interessant. Mich würde auch mal interessieren, wo seht ihr euch? Seht ihr euch eher als Bastler und schaut euch meine Videos an, um zu sehen, wo der Weg vielleicht hinführt? Oder seid ihr schon länger mit dem Holzwerken beschäftigt und wollt wirklich hochwertige Möbel bauen? Seid ihr vielleicht, wie viele meiner Kursteilnehmer und auch Leute, mit denen ich so in Kontakt trete, eher über den Kauf eines eigenen Hauses zum Holzwerken gekommen? Wie seht ihr das? Seid ihr Bastler? Seid ihr Holzwerker? Wo möchtet ihr hin? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann unterhalten wir uns mal über das Thema. Mich interessiert da wirklich eure Meinung. Ich finde es gut, dass diese ganzen Bastelkanäle kommen. Ich finde es aber auch gut, wenn sich Leute weiterentwickeln und irgendwann von diesen Bastelkanälen hinüberwechseln, vielleicht zu Holzwerken TV, vielleicht zu meinen Videos. Es gibt auch andere tolle Kanäle, die ein etwas, klingt jetzt auch wieder blöd, höheres Niveau haben, was Werkzeuge angeht, was die Werkstatt angeht, was aber auch die Ergebnisse angeht. Wenn ihr gute Kanäle kennt, packt sie einfach in die Kommentare. Ich bin sicher, einige Zuschauer sind erpicht drauf, eure Empfehlungen zu sehen.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich am Wochenende nicht immer zeitnah auf eure Kommentare antworten kann. Da habe ich oft Kurs. Das hole ich dann später nach. Ich antworte auf jeden Fall, wenn es Fragen gibt. Ein weiterer Hinweis noch, schaut bei mir immer in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch Artikel zu den Themen, in denen es in den Videos geht. Und ich verlinke euch natürlich, da etwas Werbung sein muss, deswegen steht hier auch Werbung, immer noch meine Online-Kurse, meine Werkstattkurse und alles, was da drumherum passiert. Also schaut da ruhig mal rein. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Viel Spaß in eurer Werkstatt, wenn ihr in die Werkstatt geht. Und wir sehen uns dann kommende Woche Freitag wieder.